Wunderschönen guten Morgen, Tag 4 ist es, ne? Ja. Wieder mal am Flughafen. Terminal 4. Bisschen voll. Und klein. Aber das ist ja halt so, weil Terminal 4 ist ja Domestic und da ist nicht so viel los, dachte man. Jetzt fliegen wir nach El Nido und danach ist erstmal Strand angesagt. Viel Strand, viel Sonne, viel Meer. Damit mir hier mal die Hautfarbe ein bisschen dunkler wird. So, schauen wir mal, wie der Flug wird. Kleine Maschine wahrscheinlich. Hey. Weiter geht's nach El Nido. Wie erwartet mit einem ziemlich großen Flugzeug. Sozusagen fast Jumbo-Jet-Größe. Also ungefähr. Ja. Im Flieger angekommen. Wir sitzen praktisch direkt ganz hinten. Da ist der Flughafen, da ist die kleine Halle und dann gucken wir mal, dass wir
zum Hotel kommen. Und dann rein in Badeshorts und ran ans Meer. Nachdem wir jetzt eingecheckt haben, warten wir auf unser Zimmer am Pool. 33 Grad, leichter Wind, anscheinend niemand hier. Und wettertechnisch geht es auch. Leichte Wolkenbildung jetzt, aber die Sonne scheint gleich wieder. Gerade im Happiness Restaurant, keine Ahnung, und lassen uns unser Abendessen, frühes Abendessen schmecken. Ich hatte gerade einen Thunfischsalat, sehr, sehr, sehr lecker. Patricia arbeitet sich noch durch ihr Humus Happiness, auch sehr gut. Und ich habe hier noch so gefüllte Teigtaschen. Und ich gehe stark davon aus, die sind auch sehr, sehr lecker. Und dann gibt es noch Margarita in der Happy Hour. Jo. Und dann gehen wir zurück ins Hotel, setzen uns aufs Rooftop und genießen noch ein bisschen
das Leben bei 30 Grad.